Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Alter Vater. Ist das mies, ist das mies. Man hat echt das Gefühl, man ist selbst vor dieser Fettlawine weggerannt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter Schwede. Das ist wirklich übel. Das ist wirklich so übel. Wo sind sie, die fetten Säcke? Na, sieht man sie noch? Nein. Ich dachte, sie greifen immer noch nach uns. Obwohl wir schon längst außer Reichweite sind. Oh. Man hört sie aber noch. Man hört sie noch. Fressen. Da ist nichts zu holen. Oh, ich befürchte ja, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir hier... Huch. Dass wir vor den wegrennen müssen. Okay, hier geht's einmal durch. Und es wäre aber mal zur Abwechslung nicht schlecht, mal etwas ruhiger zu machen. Ruhiger machen zu können. Oh, und das geht schon wieder los. Six hat Hunger. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was sie sich diesmal zu essen besorgt. Oh Mann. Oh. Letztes Mal war es eine lebende Ratte, die noch in einer Rattenfalle hing. Und diesmal... Oh nein. Ich hoffe nicht... Der Wichtel. Ich hoffe nur die Wurst. Nein! Nein! Das glaube ich nicht! Six! Oh nein, was hast du getan? Oh nein! Der hat dir eine Wurst hingehalten! Mädel, der hat hier eine Wurst hingehalten! Und du... isst ihn. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Ja, genau die war gemeint. Genau die war gemeint. Alter. Oh, und ich befürchte... Ich fürchte, wir haben uns jetzt neue Feinde geschaffen. Oh, Six. Oh, ist das mies. Das ist übel. Das ist so übel. Okay, schauen wir uns erstmal hier um. Na, sag mal. Okay. Ich bin immer noch am Rätseln, was das zu bedeuten hat. Immer noch am Rätseln. Was es mit diesen Figuren auf sich hat. Und ich denke... Ich denke... Nee, da hinten kommen wir nicht weiter. Wir müssen definitiv mit dem... mit dem Fahrstuhl fahren. Bin immer noch so ein bisschen geflasht von dem... von dem Kannibalismus unserer Kleinen hier. Wow.
Das ist so. Das ist so übel. Erstmal verstecken. Aber warum sollte da jemand drin sein? Das ist, nun ja. Okay. Es klingt wie eine... Oh. Es klingt wie eine Tür. Quatsch, wie eine Uhr. Hier ist ein zerbrochener Spiegel oder ein zerbrochenes... Ja, ein Spiegel ist das. Kommen wir da hoch? Nee. Kommen wir nicht hoch? Hier müssen wir... Okay, ein Auge. Gesang. Ah, es ist so schön gemacht. Es ist einfach ja, schön und gruselig zugleich. Da ist ein Schloss an einer Tür. Können wir nicht weiter rumlugen? Schade. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich nach oben. Sie singt. Vermutlich hinter dieser Tür. Okay, da ist sie. Stapeln vorbei und hoch. Nein, nicht runterspringen. Hä? Okay, da hochziehen. Okay, oh. Einmal vorbeigesprungen. Es ist schwer zu sehen von hier aus, wie weit die... Ah, das war doof. Okay, so oder so. Ach ja, so, okay. Okay. Hä? Aua. Komme ich jetzt doch wieder raus? Schlag. In dem zerbrochenen Spiegel durfte sie uns eigentlich nicht sehen. Boing, boing, boing. Das muss sein. Das muss sein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Noch nicht, noch nicht. Das mache ich eventuell, wenn es sein muss. Aber auf keinen Fall. Auf keinen Fall so. Einfach so. Also momentan ist hier...
ist hier nichts zu sehen. Das ist ein Schrank, aber ich glaube, da kommen wir nicht. Nee. Aber hier können wir uns verstecken. Beziehungsweise unter dem Bett. Okay. Das ist wahrscheinlich auch jetzt nötig. Kommen wir da hoch? Huch. Ja, mal daneben. Nee. Also müssen wir das wahrscheinlich doch machen. Wir müssen diese Vase runterwerfen. Ich mach's einfach. Ja, mal schauen. Na? Hä? Hallo? Jetzt. Na, sag mal, Mädel. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Okay. Okay. Hallo? 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 Warum kommt sie nicht? Hallo? Willst du mich nicht suchen? Nö. Nee, kein Bock. Tja. Wo ist sie denn jetzt? Verschwunden? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Never ever. Never ever. Die ist niemals verschwunden. Niemals. Niemals. Die lässt uns auflaufen. Die hockt bestimmt irgendwo in irgendeiner Ecke. Da oben ist wieder so eine Figur. Das ist unheimlich. Ich glaube nicht, dass die weg ist. Die ist nicht weg. Halt. Und wenn wir schon mal angefangen haben damit. Das wäre jetzt cool, wenn der Schlüssel jetzt hier drin wäre. Nein, nicht abspringen. Eigentlich wollte ich da hochklettern. Genau. Es ist zwar... Ich sehe hier nichts. Wo bist du denn? Komm doch mal vor. Ja. Sie ist hier nicht zu sehen. Hä? Hat sie Angst vor uns? Kann ich da drunter klettern? Klettern ist gut. Warte mal, müssen wir eventuell da hoch? Nein? Nee. Ist sie da? Steht sie da hinter dem... Nee, das stand vorher schon da. Warte mal. Ist sie das? Nee, das ist auch nicht... Oh, wei, wei, wei. Mach mal die Tür zu. Na klar. Aber ich glaube, ich weiß nicht, muss ich hier... Kann ich hier auf den Schrank springen? Das hatte ich ja schon versucht. Aber es geht. Aua. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay, hier ist auch nichts zu finden. Ist ja komisch. Oder habe ich da... Ist hier unten irgendwo? Nee, auf dem Stuhl sitzt sie auch nicht, auf dem Sessel. Da ist auch nichts zu holen. Ich glaube, irgendwas haben wir doch übersehen, oder? Warte mal, ich muss nochmal hinter zur Vase. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ach, das ist ja cool. Sie hält echt die Hand vor die Flamme, damit sie nicht ausgeht. Cool. Gab es das vorher auch schon? Ich weiß nicht. Ach, wir sind so horstig. Da ist er. Er war tatsächlich...
tatsächlich in der Vase. Ach, Mädelmensch. Aber ich ahne was. Wenn wir jetzt hier mit dem Schlüssel rauskommen, steht sie direkt vor uns. Pass mal auf. Momentan noch nicht. Aber das bleibt nicht so. Das bleibt garantiert nicht so. Das ist zu einfach. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Verfolgt uns das Auge? Nee. Das wäre viel zu einfach. Ich kann mich... Das ist, das wäre viel zu einfach. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Steht bestimmt an der Tür hier, oder? Nee. Das scheint so eine Abstellkammer. Alter. Alter. Steht die da? Nee, aber... Da ist das gruselig. Was? Nein! Nein! Bleib mir fern! Bleib mir fern! Nein! Oh weia, weia, weia. Ich habe mir sowas gedacht. Ich dachte mir sowas. Ah, und wir müssen schon wieder rennen. Wir müssen schon wieder rennen. Okay. Los geht's. Da ist sie. Los, durch da. Oh nein, was ist... Oh, warum kann ich da... Okay, ich muss das mit dem Rutschen hinbekommen. Ich weiß nicht, was da... Hä? Warte mal, ich muss hier erstmal... Ich muss das mal üben hier. Aber wie kann sie... Warte mal. Nee. Rennen. Nee, das ist Schleichen. Ich muss das... Wie ist das denn mit dem... Manchmal... Es ging ja schon mal, aber... Kann ich da durchrutschen? Das ist komisch. Warte, warte, nicht wundern. Ich übe hier gerade. Aber wie? Ach, warte, Moment. Nee. Mit der Maus auch nicht. Kann ich das? Wie kriege ich das hin? Nee, das ist Springen. Oh, Mann. Was soll's, ich versuch's so. Warte, nee, noch nicht. Moment. Ich versuch's so. Mal sehen, ob's funktioniert. Okay. Okay, an der Wand zerschellt. Okay, das war Steuerung. Aber Steuerung gleichzeitig drücken, das ist, es geht eigentlich nicht. Naja, egal. So. Auf jeden Fall erstmal einen Schritt weiter. Schauen wir uns erstmal hier ein wenig um. Und wir müssen, ich weiß nicht, vielleicht da hoch. Okay, oder na, hier geht's weiter. Hier geht's definitiv weiter. Und ich habe das Gefühl, als wenn wir hier schon wieder rennen müssen. Kommt hier bestimmt aus dem Schrank. Oh, da oben steht sie. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Ach, nur Puppen.
Nur Puppen. Okay, jetzt wird's bildscharf. Augen über Augen. Und ich glaube, hier wird uns gleich mehr erwarten, als uns lieb ist. Und das, liebe Leute, in der nächsten Folge von Little Nightmares. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.